Als erstes steht eine Challenge an, mit dem geschmackvollen Namen Kannibal Lecter. Mein Gott. Nein, keine Angst, niemand wird gefressen. Ihr knabbert nur an euch herum. Oh. Okay. Oh nein. Oh. Fuck. Das wird nasty. Das snacken wir uns von unseren heißen Körpern runter. Ja, brennend heiß. Erkennt an meinem Sonnenbrand. Es wird noch ein bisschen anspruchsvoller. Die Teams müssen sich nämlich nicht nur gegenseitig Köstlichkeiten von den Anzügen beißen, sondern sie auch erkennen, benennen und abspeichern können. Am Ende müssen die Beauties die verzehrten Lebensmittel nach allen Regeln der Schreibkunst notieren. Komm, komm. Am Buddy-Buffet ist Aufessen Pflicht. Angelutscht oder ausgespuckt wird nicht gewertet. Schneller, schneller. Das ist Ingwer, Mann. Ingwer so pur, einfach essen, das ist ja, das brennt am Anfang, das brennt am Ende, das brennt zwischendurch. Also, dass ich Ingwer nicht nehmen kann. War das scharf? Ja, doch, schon etwas. Boah, Ingwer Knoblauch. Ja. Das brennt in meinem Mund. Das brennt einfach in meinem Mund. Ich will nicht mehr machen. Ja, dieser Knoblauch hat mir echt den Rest gegeben. Ich kotze gleich. Ich mein's bei Ernst. Mir sammelt sich richtig Saft einfach. Ich war so dumm, dass ich den am Anfang gegessen habe. Ah. Okay. Hast du viel? Nein. Richtig dumm. Team Ehrgeiz geht's mal locker an. Wir denken uns, dass das auch mal gut ist, wenn wir nicht gewinnen, damit die anderen auch das Gefühl haben, gut zu sein, nein, besser zu sein. Och, wie nett. Du hast noch viel zu viele Sachen, ich hab nur noch zwei. Einfach runterschlucken. Los, nächstes. Du bist ja nicht im Restaurant. Ja. Unsere Taktik ist auf jeden Fall Schnelligkeit. Schnell, 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 schnell. Ja. Das voll mit Sand. Schnell weiter, 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 weiter ist. Komm, 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 komm. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Wir haben zumindest mal ein Mindestziel, dass man einmal nicht letzte wird, fast schon. Das noch, komm, 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 komm. Flug runter. Mhm. Du willst ja auch nicht nur letzter sein in deinem Leben und ja. Das hast du gerade in deinem Leben gesagt? Ja, generell. Schatz, wir sind nicht letzter im Leben. Wir sind hier. Alles ist gut. Also Chili werde ich sterben, sag ich dir ehrlich. Kann ich nicht machen. Fisch kann ich nicht machen. Wir können schon mal laut meiner Rechnung nicht Erster werden. Und das ist das Einzige, was uns was bringt, weil wegen Nominierung. Du hast voll die geilen Sachen. Warum habe ich so eklige Sachen? Das verstehe ich gar nicht. Dann können wir auch auf Chill machen und gucken. Dann sind wir irgendwo unten. Ist auch in Ordnung. Ich bin so richtig chillig gerade. Das probiere ich. Ich probiere, was es ist. Was ist das? Ist so vergammelte Scheiße, oder? Ey, das ist voll hart. Gleich fallen meine Veneers ab, Alter, wenn ich in so eine harte Scheiße beiße. Und das ist teuer, Freunde. Das müsst ihr dann bezahlen. Es gibt ja auch Weichteile. Das ist schon sehr schwierig, gerade wenn man keine Hände benutzen darf, ne? Aubergine ist das, hier. Hopp, beiß mal hin, beiß weg. Schnell, 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 egal. Friss einfach. Komm, 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 komm. Das sah bestimmt komisch aus, wie der eine dem anderen was abgeknabbert hat. Wie soll ich die Banane aufmachen? Nicht bewegen. Alles gut. Die Banane dürfte ziemlich enttäuschend munden. Nicht anfassen. Und? Was sagt der Gaumen? Schmeckt scheiße. Mhm. Pierres Gehänge war übrigens eine Aubergine. Es war eine Aubergine? Mhm. Was genau wo? Ich habe jetzt keine Probleme gehabt, persönlich an ihr zu knabbern, da es einfach eine Challenge ist. Mhm. Ich habe noch Wassermelone, Ananas, ich habe noch geile Sachen. Chimie, chimie, yeah, chimie, yeah, chimie, yeah. Das ist keine Wassermelone. Ah. Was ist das denn? Das kann ich nicht. Das.
Ja, Fisch allgemein ist halt gar nicht mein Ding. Und dann hängt da so eine ausgetrocknete Sardelle. Das geht nicht. Die war so hart und so. Oh, nee. Oh. Ey, das gib ich meinen Hunden. Ist das euer Ernst? Das ist eine Sardine. Der Trockenfisch stammte nicht aus der Familie der Heringe. Ach, Sardelle war das? Sardelle gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich schwöre, es gibt wieder Leckerli von Khaleesi. Ich kenne nur Forelle oder Sardine. Doch, Sardelle gibt's auch. Guck mal, Corona. Ey, keine Ahnung, was denn Sardine und Forelle getrieben haben. Was ist denn was? Ja. Ich mag das nicht, ich kann das nicht essen. Das ist einfach. Nee, ich guck's aus, ne? Nein, nein, nicht ausgucken. Das ist lecker. Yeah. Was ist das? Das ist ja widerlich. Wir haben's, oder? Das da. Ja, mach. Was ist das? Egal. Ist es. Ist. Mach doch schneller. Wir haben's, ne? Sam, komm, weiter. Du hast nicht so einen Mund. Du kannst nicht. Ja, warum? Weiter. Schneller. Das Hauptproblem war dann eher, dass die Zwiebel quasi dann Salzwasser noch getunkt hat. Und ja, ich hatte im Nachhinein dann auch Salzwasser und Sand im Mund gehabt. Und, ja. Ach so, weil ich mich hingekniet habe, ne? Klar. Drachenfrucht. Was war's noch? Erzähl mir schon das nächste. Was hatten wir noch? Was war das? Das kenne ich nicht. Weißt du nicht, was es war? Fang an, Zwiebeln! Ich kenne das jetzt momentan nur so, dass ich mein Handy raushole und schreibe und mein Handy verbessert mich automatisch. Deswegen ist man so quasi so ein bisschen aus der Rechtschreibung raus. Fisales. Keine Ahnung, wie man die schreibt. Man weiß grundlegende Dinge, zum Beispiel, dass man Brokkoli mit K schreibt. Ja. Jetzt lecker. Oh. Der zählt also schon mal nicht. Also das ist, glaube ich, für mich das Härteste. Ich habe Brokkoli mit einem K geschrieben. Ananas, ja? Guck mal. Lass mich helfen. Boah, das ist so scharf. Also meine Rechtschreibung ist absolut nicht die beste. Die ist okay, aber auch nicht die schlechteste, denke ich. Da sind auch andere Beautys hier im Haus, die sicherlich schlechter schreiben wie ich. Zwiebel, ja? Ich weiß nicht, ob das Z richtig geschrieben ist. Ist Z so geschrieben oder so? Ich darf dir nicht helfen. Klar, kannst du mir helfen. Ich darf nicht, ach so. Buchstaben 4. Frische Bohnen, das war's. Ich denke schon, dass ich da einiges richtig hab. Aber so einiges auch nicht. Zucchini? Zucchini, ja, ich mach jetzt erstmal die einfachen. Croissant? Ja, jetzt chill mal ganz kurz. Radieschen? Radieschen. Ich kenne Radisson Blue Hotel. Ja, aber das wird anders geschrieben. Das war eine Zwiebel und so ein Salat, aber ich weiß nicht, was das für einer war. Das muss der Spezielle sein. Der Chicorée noch. Hä? Was ist das denn? Das ist doch dieses grüne Ding da, oder? Ja, so eine Art Salat, kannst du sagen. Ach so. Ja, Chicorée ist Salat. Du hattest an der Schulter noch irgendwas Getrocknetes, aber ich weiß nicht, was es war. Wie hat die Pfirsich oder so geschmeckt? Es war sehr fruchtig. Ja, aber weißt du, wie Pfirsich schmeckt? Ich weiß nur, wie Pfirsich Eistee schmeckt, aber... Ich schreibe aber getrocknete versaute Pfirsich. Ja, Pfirsich, ja. Boah, Alter, das Ding ist, ich habe so Alzheimer, ich vergesse einfach alles. Ich weiß einfach nicht mal, was ich alles gegessen habe. Aus meiner Freundesgruppe sagen alle immer, ich bin die schnellste, also die... Nein, warte, stopp. Aus meiner Freundesgruppe sagen die und ich, dass ich einfach die am leichtesten vergesslichste bin. Was, Junge, kann ich Deutsch? Die am leichtesten vergessliche. Macht das Sinn? Schon. Ja, ne? Am leichtesten vergessliche bin. Weil ich kann mir das einfach nicht merken. Ich habe kein Kurzzeitgedächtnis und ich habe erst recht kein Langzeitgedächtnis. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt habe. Mann, Scheiße, wie heißt das? Was trinkt man immer, wenn man krank ist? Was für ein Tee? Kamille. Nein, nicht Kamille. Digga, bin ich behindert? Ingwer-Zitrone, nein, Mann, Digga. Haben wir denn? Pfefferminz, Mann, Digga! Pfefferminz. Hab ich irgendwas rechtschreiblich falsch? Guck mal. Ja, 7 von 16 sind falsch. Und die Gurke war Zucchini. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ja, also für die Rechtschreibung gibt es auf jeden Fall die Autokorrektur. Da bin ich auch sehr dankbar drüber.
Nur zwei Fehler haben Kim und Colin. Wir müssen einfach hoffen, dass die anderen vielleicht einfach schlechter waren als wir. Ja. Physalis wird aber mit PF geschrieben. Mit PFI. PH. Wie Pfirsich. Nein. Physalis. Ich meine, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Linda hat recht. Macht unterm Strich zwei Schreibfehler und eine Verwechslung. Alter, wir haben Brokkoli vergessen. Wir haben Brokkoli vergessen. Also ich habe einfach gemerkt, als Hilfe bist du wirklich super gut, als Hilfe. Aber als Ergänzung für meine Schwächen passt das nicht. Scheiße, Minze, Alter. Minze. Minze und Brokkoli sind zwei Safe-Punkte, die uns jetzt da drin fehlen und die anderen auf jeden Fall gemacht haben. Ja, denke ich mal, ja. Und das Problem ist bei dieser Challenge, es geht nicht darum, mittelmäßig oder gut zu sein. Es bringt nur was, wenn wir die Nummer 1 sind, damit wir uns helfen können. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja alleine so. Weil Brokkoli, Minze, das waren ihre Aufgaben. Und ja, die fehlen jetzt gerade. Das waren zwei ganz einfache Sachen, die ich auch schreiben konnte. Und ja, wo ich einfach, wenn man das liest, dann nochmal Aufmerksamkeit ein bisschen. So. Ich habe jetzt echt von dir erwartet, dass du mir da, dass du nochmal abcheckst und sagst, ey, ich hab's Minze. Gedacht, ich hab gedacht, du hast es aufgeschrieben und dann habe ich extra Minze hast du vergessen, Brokkoli hast du vergessen. Zwei Punkte, ganz einfache Punkte, die wir jetzt verschenkt haben. Das habe ich echt von dir erwartet, dass du mir das jetzt irgendwie noch sagst. Weil wir haben gesagt, ja, dann hau nicht einfach ab und geh da schon mal dran. Drück den Boden. Das war's. Aber du bist doch am Dingens. Ich habe dir extra gefallen. Alles gut, egal. Komm, scheiß drauf. Das ist eine große Schwäche, die wir in unserer Clique sozusagen jetzt hier haben. Als Zweierteam. Eine ganz, ganz große Schwäche. Und die kann uns auf jeden Fall das Genick brechen. So, tschüssi. Au revoir. Au revoir. Minze! Scheiße! Zurück in der Villa plagen Joel akute Challenge-Verdauungsprobleme. Salvos Reaktion liegt ihr schwer im Magen. Was ist los? Wegen zwei verfickte Sachen regt er so auf. Oh, ich hasse. Das ist gut. So schwierig, mit dem man so auszukommen, der halt so oft negativ ist. Don't. Minze! Das habe ich echt von dir erwartet. Das ist eine große Schwäche, die wir haben. Es ist ja klar, dass er ein Gegenteil von mir ist, aber mit so welchen Menschen? Schrecklich. Die Situation zwischen Salva und Joel ist ein Pulverfass. Komm mal her. Salva ist vom Charakter her ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Joel ist aber etwas anderes. Joel, kannst du nicht dadurch motivieren, dass du sagst, du warst jetzt schlecht? Was ist denn los, Leute? Was ist denn? Ja, also deine Art ist halt mit jetzt einem Teamkameraden nicht immer unbedingt die beste. Joel meinte auch so ein bisschen negativ, ein bisschen zu sehr Sport anspornen. Es muss mehr auf gleicher Augenhöhe sein. Es ist unglaublich anstrengend und ja. Sehr, 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 sehr große Herausforderung für mich hier. Die Kraft zu haben, dauernd, durchgehend die Ruhe zu bewahren, jederzeit gegenüber meiner Nerdin, weil die sehr sensibel ist. Es ist ein komplett andere Welten, aber man muss ruhiger bleiben. Man muss einfach ein bisschen viel mehr Verständnis haben, weil wenn du auch so negativ bist, dann fällt es auch schwer, dann noch Interesse zu zeigen, weil man sich dann halt auch ein bisschen klein gemacht fühlt. Sobald du ein falsches Wort sagst, ist vorbei. Also das ist schwierig, sehr schwierig. Manche Aussagen, die du einfach triffst, finde ich einfach nicht okay. Das Ding ist, ich komme vom Kontaktsport. Ich stehe da allein im Ring. Entweder du gehst da raus als Gewinner oder als Verlierer. Da wird Gas gegeben und da wird der Gegner platt gemacht. Aber pass doch trotzdem auf, was du einfach sagst. Das tut mir auch sehr leid. Also ich will dich auch nicht weinen sehen. Das tut mir weh, wenn ich dich weinen sehe. Weil das ist ja nicht Sinn der Sachen. Das wünsche ich mir einfach nicht für uns. Ja, es hat mich sehr berührt, dass sie geweint hat. Ich möchte, dass sie hier Spaß hat. Ich möchte, dass wir hier erfolgreich sind. Alles, was ich hier tue in dieser Villa, mache ich es für uns, für keinen anderen, weil wir das Team sind. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Wie können wir das verändern? Wie können wir das besser machen? Sag mir Tipps. Manchmal deine Art einfach, ja. Wie du es rüberbringst. Zu hart für dich, meinst du? Ja.
ich werde dir keinen Druck mehr machen. Ich werde dich entspannt dein Tempo machen lassen. Und ich versuche alles Mögliche, damit du deine Challenge in Ruhe mit mir bewältigen kannst. Ja, auf jeden Fall hat das gut getan. Einfach mal alles rauslassen. Und jetzt gucken wir das halt nach vorne schauen. Ne? Und ich hoffe einfach, dass er da einfach mal eher nachdenkt. Ich bin auch immer für dich da, wenn du irgendwie zum Anlehnen brauchst oder sonst was. Wirklich. Ein Clip reiche nicht. Hier gibt's die ganze Folge auf Join kostenlos für dich. Keine Lust mehr, was zu verpassen? Dann kannst du hier ganz easy unseren Kanal abonnieren. Beauty and the Nerd in Thailand. Wir haben Spaß. Ihr auch? Dann klickt jetzt hier, um ein weiteres cooles Video anzusehen.